Hier in Groß-Schönau wollte ich Mittagessen, aber alles ist geschlossen. Und so mache ich mich auf die eher kurze Wanderung zum Rabenloch mit Wegmarkierung. Ich selber habe keine Wegkarte mit. Groß-Schönau, bekannt auch durch die eindrucksvollen Holzskulpturen, die im ganzen Ort verstreut stehen und im Zuge von 4 Symposien von 26 Künstlern geschaffen wurden. Mein Weg führt hinunter zum Waldgraben mit dem Maisbach. Diese Felsformationen birgt die sogenannte Grasselhöhle. Nach endlosen Stauden des drüsigen Springkrautes und jetzt immer entlang des Maisbaches komme ich zum Rabenloch. Davor die große Schutzhütte und der Grillplatz. Die steil abfallenden Felsformationen machen das eigentliche Rabenloch aus. Ich steige trotzdem ein Stück in den Felsen hinauf und entdecke so etwas wie ein Rabenloch in dieser Felswand. Riesige Überhänge der Granitsteine zeichnen diese Wand aus. Auch dehnt sich dieses Naturdenkmal noch gut 200 Meter längs des Maisbaches noch aus. Beim Weitergehen Richtung Taures komme ich durch einen Schwammerlwald. Alle möglichen Pilze wachsen hier in reichlicher Vielfalt. Nicht nur Fliegenpilze, sondern auch Eierschwammerl und sonstige essbare Pilze. Bei diesem Herrenpilz werde ich schwach und sammle noch drei Stück, obwohl es sichtbar schon viele Schwammerlsucher hier waren. Vor der Tischlerei in Taures drehe ich um und gehe den Weg zurück zu einer Kreuzung. Hier bin ich hierher gekommen und zweige jetzt Richtung Wörnharz ab, um einen anderen Rückweg zu finden. Dabei versuche ich, zwei verschiedene Forstwege bis ich jetzt hier den für mich richtigen gefunden habe. Am Waldrand kann ich mich wieder orientieren und sehe auch den Kirchturm von Groß-Schönau. Zurück gehe ich
dann durch den Wald und die Felder. Hier bin ich hierher gekommen und hier habe ich die Wanderung begonnen. Wieder nach 3 Stunden in Schönau fahre ich über Zwettl nach Hause und esse um 16.30 Uhr mein Mittagessen. Nach der im Nachhinein besorgten Karte kann ich meine Wanderung nachvollziehen. Von Groß-Schönau der Weg hinunter zum Maisbach, dann weiter zum Rabenloch, dann beginnt der Schwammerlwald bis vor Taures. Zurück zur Wegkreuzung und versuchte Waldwege. Dann über den richtigen bis zur Waldgrenze. Zurück und über den Waldstück und Wiesen und Felder nach Groß-Schönau. Und Heimfahrt nach Ottenschlag.